So Leute, ich habe gehört, Multisummen am Morgen sind ein Ding in letzter Zeit. Deswegen sind wir da wieder morgens. Eigentlich wollte ich hier nicht summen. Aber mein Urinstinkt hat mich geweckt bei Nacht, beziehungsweise morgens. Hat gesagt, versuch's, mein Freund. It is the GSSR. Nee, anyway, gucken wir mal, was abgeht. Oh Gott, das ist wieder. Elf wieder so früh, Freunde. Aber ja, schauen wir mal. Ist sie gefeatured? Ich glaube ja. By the way, wenn. Ich würde gern Karma haben. Wenn das ein Ding wäre. Karma, Supporter, Super Strength. Idee? Ja, nein, danke. Gucken wir mal. Aber ich glaube, diese Flasche war. Gefeatured. Wir wollen nicht gefeatured. Ja. Idee, danke. Tambri. Jetzt. Wo sind die GSSR? Ja, war ein Fehler hier zusammen. Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und heute sind wir auf dem japanischen Dokkan Battle, auf der japanischen Version unterwegs, denn wir haben hier unseren MVP C17 und sein Banner. Dementsprechend werden wir heute summonen. Aber jetzt sagt sich vielleicht, warte mal, warte. Was? Was willst du hier summonen? Du hast nur 76 Stones. Ja, wir machen aber erstmal einen Test-Multi-Summon. Denn wenn mein lieber Freund C17 da droppt, ist geil. Wenn nicht, dann summonen wir weiter. Warum mache ich das quasi? Denn aus diesem Banner, bin ich ehrlich, wollt ihr entweder nur den neuen C17, sei es als Android-Leader, sei es, weil er individuell gut ist, oder quasi als Teammitglied für ein Universe Survival Saga Team, oder Android 21 eben, auch als Android-Kategorie-Leaderin. Ansonsten, wenn ihr nur den zieht und keinen Android-Leader habt, dann werdet ihr ihn wahrscheinlich nicht benutzen, weil er ist eigentlich nur im Android-Team aufgehoben. Selbes gilt. Super 17 kann man auch in einem Extreme Agility Team ziehen, aber er ist quasi in dem Banner, um ihn in ein Android Team zu spielen. Cell genauso. Texan an der Stelle ist gut, nach seinem Extreme Awaken kann man auf jeden Fall mitnehmen. Er ist wirklich eine gute Unit nach seinem Extreme Awaken. Und ja, keine Ahnung, Tapion ist hier total random. Ich weiß nicht, was Tapion zu suchen hat. Ich habe eher gehofft auf Thales oder Strength Rosé. Rosé war 8 Monate nicht mehr online. Warum Thales? Thales ist ein sehr guter Supporter und ist auch quasi ein Villains Leader. Er ist ein Movie Boss, Kategorie Leader, aber gibt auch Villains Key plus 3 HP 50%. Ich weiß nicht, Thales und Rosé waren lange nicht mehr da. Ich hätte eigentlich auf die beiden gehofft, aber wir haben ja einfach Tapion. Sei es drum. Ansonsten haben wir noch diese Jungs hier mit am Start. Ja, wie gesagt, wir wollen wirklich nur aus dem Banner entweder C17 oder MVP. Hätte ich wirklich liebend gern, um ihn zu showcasen, sei es in einem Universe Survival Saga Team oder dann in seinem eigenen Android Team. Aber für die Android Teams dann haben wir auch noch die Kategorie 21. Wie gesagt, by the way, C21 ist nicht Dokkan-exklusiv. Nicht Dokkan-exklusive Charaktere sind auch eigentlich in jedem anderen Banner, so wie Messane oder wie Tapion. Ja, Tapion ist auch nicht Dokkan-exklusiv. Er ist jetzt immer eigentlich gefeatured, aber wäre nicht gefeatured, ist auch in jedem anderen Banner. Heißt, was heißt Dokkan-exklusiv? Das ist dieses Zeichen hier. Und Dokkan-exklusive Charaktere sind nur in Dokkan-Fest-Bannern. Ja, das sind spezielle Banner für die Charaktere. Alle anderen Banner, wie zum Beispiel das hier in diesem Banner, sind keine Dokkan-exklusiven Charaktere, also hier ist auch zum Beispiel Messane, Tapion drin. Eigentlich auch C21, bei C21 müsst ihr das Ganze betrachten. Hier sind beide auch, by the way, auch LR. Hier keine, das ist der Unterschied. Bei C21 müssen wir quasi dann betrachten, ob sie auch in den normalen Pool kommt, zusammen mit C16, weil sie haben noch so einen Fighter-Stamp. Vielleicht sind sie nur Fighters speziell, also kommen nur in Fighters-Bannern. Aber das Ding ist hier, das denke ich eigentlich nicht, weil das ist kein Fighters-Banner. Lange Rede, kurz Sinn, lang geredet. Unser Testmodus ist zusammen. Let's go. Legen wir los. Wie gesagt, wenn ihr C17 droppt, dann sehen wir uns danach entweder auf seinem Dokkan-Event oder in seinem Showcase oder beides eben. Wenn er nicht droppt. Oh, Vegeta! Wenn er nicht droppt, summonen wir hier weiter. Aber wenn wir hier jetzt eine Fusion bekommen, dann raste ich aus. Ah, Scheiße! A man has dreams. A man has legit dreams. Oh, Super Saiyan 3? Gotku? Ah, shit, ich will immer noch die neuen geilen Animationen in JP. Wir hatten schon wirklich sehr coole Debates, hatten wir mal. Oh, Debate bei Full Power Goku war richtig geil. Ja, gucken wir mal, gucken wir mal. Anyway, wir haben jetzt Rikum an der Stelle mit seinem, ja, Hinterteil, was er hier herausragt. Dann haben wir Gohan. Wir haben Super Saiyan 3 bekommen, ne? Oh man, also ist der GSR Multisum. Aber wenn wir mehr als den GSR bekommen, wäre es natürlich geil. Let's go. Schauen wir mal. Wir haben hier jetzt Tau Bai Bai. Oh. Die Silhouette, okay. Ich hatte ihn nicht auf dem Schirm. Ich dachte, es wäre C17. Ich schwöre, ich dachte gerade, es wäre C17. Weil der auch so ein bisschen schmal ist und so, aber
zweimal nicht gefeatured, ne? Am Ende kommt noch ein GSR, der ist dann an der Stelle auch nicht gefeatured. Oh mein Gott. Golden Freezer. Naja. Aber gut, dann sehen wir uns hier noch gleich bei weiteren Summons, indem ich mir noch ein paar Stones hole. Let's go. Alles klar. Da sind noch mal ein paar Stones für noch einen weiteren Multi-Summon. Mit dem legen wir direkt mal los. Versteht mich nicht falsch, Freunde. Ich will mich nicht davor drücken. Ich bin eigentlich hier gewillt zu summonen, aber ich bin ehrlich. Das ist für mich nicht so ein Hype-Banner wie Full Power Goku, wenn ich hier dann aus einem Multi mit C17 rausgehe. Ideal, deswegen muss ich da nicht allzu ham gehen. Maximum, was ich mir hier vorgenommen habe, oder an sich für JP-Summons, sind 4 Multisummen, 200 Stones. Müssen Cracks schon sein. Deswegen nicht... Hä? Warte mal. Ach so, nein. Oh, shit. Ich bin noch bei den alten Animationen. Da ist auf jeden Fall ein SSR mit dabei. Ist ja auch ein Logo, GSSR. Kam jetzt kein Crackscreen, weil das erneuert wurde. Oh mein Gott, heißt dieser Summon hier wird richtig kalt. Wir werden hier nur den GSSR bekommen, wie es aussieht. Wir werden hier bestimmt nur den GSSR bekommen. Bitte? Oh. 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 Wo sind die Stones? So, jetzt aber. Mein Freund 17, hör mal zu. Oder Android 21, ja? Das ist jetzt Multisummon bei Nacht. Legit vorm Schlafen gehen. Zwei schöne Multisam haben wir noch. Komplett hier Multisam 200 Stones. Lasst uns hier noch was Gutes ziehen. Zumindest einen gefeatureden. Wir hatten jetzt 3 SSR. War keiner gefeatured. Legit keiner. Let's go. Ah, oh, wir sind so ein bisschen gegangen. Okay. Let's go. Komm schon, Freunde. Komm schon, wir müssen das Ganze spielen, weil ich das Ganze bis jetzt schon gefallen hat. Auf jeden Fall, lasst... Ah, ich dachte, wenn Super Saiyan 3 kommt, jetzt durch die ganze Ansage, durch den ganzen Hype. Kam leider nicht. Lasst aber anyway, wenn es euch ganz gefallen hat, ein Like da oben. Falls ihr neu da seid, by the way, Respekt und Shoutout an euch. Vielen Dank für den netten Support in letzter Zeit. Drückt auf den Abo-Button, falls ihr neu seid, weil wir gehen gerade komplett steil. Mau! Und aber, wir wollen uns dafür auch belohnen, oder? Let's go. Wir wollen nicht... Ja. Den C16 wollen wir schon gar nicht eigentlich, wenn dann die SSR-Version... Du kannst schon mal auch beiseite gehen. Hm, ja, dich kennt man aber. Ah, okay. Okay, wir haben einen gefeatureden hier an der Stelle. Über den freue ich mich. Warum? Wir haben letztens in JP sein Extreme Z-Waken gemacht zusammen im Stream. Da waren wir schön fertig und dann gucke ich so meine Crackliste. Ja, warte, Mann. Ich habe den ja gar nicht. Jetzt habe ich ihn. Jetzt kann ich ihn quasi auch da Extreme Z-Waken. Und ja, okay, den kann ich nutzen. Das ist gut. Immerhin, okay. Wir hatten einen Hilfeschrei hier nach einem gefeatureden. Komm, noch der Ingrate Ape muss immer pro Video sein. Eines war dabei, perfekt. Den nehmen wir an, wie gesagt. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall an. Den nehmen wir an, okay. Hat sich ein bisschen gesteigert und am Ende, jetzt holen wir nochmal den Hype-Summon. Holen wir nochmal einen Hype-Summon hier raus, let's go. Und beenden das Ganze mit einem geilen Summon. Bitte hoffentlich, bitte mach keinen Scheiß. Okay, wir haben hier ein paar aus der Crew haben wir dabei. Keine Ahnung, was das gerade war. Keine Ahnung. Aber ich wollte mich nur hier bereit machen. Komm schon, bitte. Bitte lass mich nicht verzweifeln vom Schlafen gehen. Super Saiyan 2. Warum bleibt Super Saiyan 3 Animation immer so lang? Ich denke, ich hoffe dann immer auf Godcore Animation. Naja, C16. Wieder der falsche. Keiner kennt den. Okay. Nochmal C16, okay. Ja, ihr könnt natürlich auch die C16 alle benutzen, um die Assets zu erhöhen. Von dem neuen natürlich quasi hier an der Stelle. Bitte geben sie mir einen anderen Unit. Oh mein Gott, okay, das ist doch der GSSR. Das ist auch der GSSR. Es war nicht nur der GSSR, Am Ende total show, dass wir... Dass wir ausgerechnet C18 und C17 bekommen, die sind beide nicht gefeatured. Will uns damit sagen, hier, nimm dein Troll an, halt dich von dem Banner fern. Aber nein, jetzt mal Klartext, Freunde, ja. Wie gesagt, alles gut, wollt auf jeden Fall hier summon, wollt auf jeden Fall meine Chance mitnehmen. Das passt soweit. Wäre cool, wäre C17 gedroppt oder 121, ist leider nicht der Fall gewesen. Gucken wir mal, das Banner ist ja erst jetzt online gegangen. Ich denke, bis zum Ende des Celebration werde ich noch ein Multi hinbekommen und eventuell droppt er noch auf. Auf gut Glück irgendwas Geiles. Wie gesagt, man muss hier echt nicht ham gehen. Das Banner selbst ist entweder nur für C17, wenn ihr ihn unbedingt haben wollt. Eigentlich eure Chance. Oder für die Android-Kategorie-Saga. Aber ansonsten, ihr kommt hier nur mit einem Android-Team raus, sage ich mal. Und der, keine Ahnung, was der da macht. Aber Freunde, wie gesagt, da habt ihr es, wie es aussieht. Ist halt reine Glückssache, ne? Ja, bevor wir allzu lang machen, ich weiß halt legit nicht, was ich sagen soll. Das hat mich schon ein bisschen getroffen. Weder Super 17 kam. Super 17 würde ich echt gerne JP haben. Noch nicht mal Android 21 kam oder C21. Sagen wir so, kein neuer Unit kam.
Es kam zum Glück Texel. Den nehmen wir mal so seitlich an. Aber so viel auch dazu, meine Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch dennoch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Ich gehe jetzt nachts heulen. Da in der Ecke. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.